Seid ihr herzlich willkommen. Eine große Legung, was passiert in die kommenden Woche, abschließend bis 11. Juli. Die ersten Karten haben immer eine größere Bedeutung und genau das schauen wir auch an. Die allererste Karte ist hier oben in die linke Seite, dieser Turm. Hat mehreren Bedeutungen, kann Ämtern sein oder Gericht, aber zeigt auch die Gefühle. Wenn wir gefangen fühlen in unseren Ängsten, wie in ein Labyrinth und suchen wir eine Lösung, einen Ausweg. Manchmal zeigt dieser Turm auch die Einschränkungen. Aber zum Glück verändert sich hier etwas und kommen die Neuigkeiten und dieser Blumenstrauß bringt auch Glück. Außerdem erscheint hier auch die Sonne und das bedeutet, die Wahrheit kommt ins Licht oder du hast wieder die Lebenskraft, die Lebensenergie, diese Ausstrahlung und deine Schönheit, dieser Glanz wird wahrgenommen. Wenn das um Gericht handelt oder um Ämter, da kommen die Gespräche, aber etwas ist noch unklar, undurchschaubar. Vielleicht braucht noch Zeit, bis das geklärt ist. Diese Karte, die Wolke, ist auch eine Zeitkarte und bedeutet auch halbes Jahr. Das kann sein, dass eine bestimmte Thematik oder eine Person, höchstwahrscheinlich eine Frau, so wie diese Schlange das darstellt, kehrt wieder zurück von Vergangenheit. Genau das, was vor halbes Jahr passierte. Kann aber auch die Zukunft bedeuten, dass halbes Jahr braucht, bis diese Sache geklärt ist. Wenn du eine Frau bist, dann bist du hier im Kartenblatt. Und dieser Park entspricht deinen Gedanken. Natürlich kann das auch Park sein oder die Natur mal ein bisschen rausgehen. Aber dieser Park bedeutet auch die Öffentlichkeit. Entweder möchtest du, dass die Wahrheit ins Licht kommt und bringst etwas in die Öffentlichkeit, oder du stehst in die Öffentlichkeit und andere nehmen dich auch wahr. Diese Schlange kann auch eine Frau sein und hier kommen die Gespräche, aber das ist schön und angenehm, schöne Kontakte, vielleicht sogar Zusammenarbeit, weil hier erscheint der Anker als Symbolbild für Beruf, Berufung. Was noch im Gedankenwelt ist, zeigt dieses Kind. Das kann natürlich auch Kinder bedeuten, aber symbolisieren die Neuigkeiten oder ein Neuanfang. Besonderes, was die Finanzen betrifft und die Familie betrifft. Aber zurück noch zu diesem Schlange, weil das bedeutet auch Heilung, ein Heilprozess, die Veränderungen, die Erneuerungen und das Kind zeigt diese lebendige Frische, eine jugendliche Auftreten, Ausstrahlung und natürlich auch Aussehen. Dieser Schlüssel heißt, du bist selbstsicher. Und nimmst es in Hand und wirst du mit diesem Schlüssel auch handeln. Manche Dinge kannst du abschließen oder wenn das um Neuigkeiten handelt, dann sind das Chancen, Möglichkeiten und öffnet sich eine Tür für dich und damit hast du auch Glück. Du schaust in diese Richtung und vor dir liegen die Fische, was Geld, Finanzen betrifft, aber symbolisieren auch die Werte, auch die inneren Werte, dass du überlegst in den nächsten Tagen, was ist für dich wertvoll oder wer ist für dich wertvoll und stehst kurz vor dieser Kreuzung.
Das hat mit deinem Schicksal was zu tun, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich oder bist in dein Lebensweg gerade bei diesem Kreuzung und orientierst du dich neu. Wie soll das weitergehen? Besonders was die Beruf betrifft und die Finanzen betrifft. Dieser Kreuz kann auch spirituellen Themen auch sein und dieser Baum die Heilung. Und hast diese Heilenergie und du startest etwas Neues, zeigt dieses Kind und das bringt dir auch Glück und auch Geld. Dein Partner oder dein Wunschpartner erscheint hier im Kartenbild. Ihr habt eine direkte Verbindung und das ist so sichtbar. Der Ring bedeutet entweder Ehe oder Verlobung, aber auch, dass ihr Kontakt habt, er wiederkehrt sich. Er denkt auch an dich, weil du erscheinst in seinen Gedanken. Und dann verbindet euch das Kind, entweder gemeinsame Kinder oder ein Neuanfang, weil die Kinder symbolisieren einen Neuanfang. In seinen Gedanken erscheinen die Wege und das bedeutet, so ähnlich wie dieser Kreuz auch, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich, er ist auch bei dieser Kreuzung und überlegt sich, wie soll das weitergehen. Und dann erscheint diese Schlange, das kann Umwegen sein oder kann auch bedeuten, er befindet sich auch bei Heilung, bei dieser Transformation und kommen die Erneuerungsprozesse, die Veränderungen. Aber diese Schlange kann auch eine Frau sein. Und da kommen die Streitgespräche, einiges muss noch klären und bei manchen kommt es zum Gericht und handelt sich um die Scheidung. Was euch beide betrifft, habe ich gesagt, ihr habt eine direkte Verbindung und das ist gut so. Du erscheinst in seinen Gedanken. Und was euch verbindet, das ist das Herz, die Liebe und auch die Hoffnung, was dieses Schiff symbolisiert. Aber wichtig, über Gefühle zum Sprechen. Er schaut aber weg, er ist noch nicht so weit, sich zum Öffnen. Und der Mond bedeutet, er ist eher zurückhaltend, aber zeigt auch tiefen Gefühle, auch seine Wünsche, auch seine Träume und auch seine Sehnsüchte. Nicht nur in die Liebe, sondern er möchte auch eine berufliche Veränderung, weil beruflich geht es ihm nicht so gut, das sind die Schwierigkeiten. Aber er wird wieder Kraft haben, setzt einiges in Bewegung. Wenn wir hier die Karte nochmal anschauen, einigen Freundschaften gehen zum Ende. Und dann kommt eine Vorwärtsbewegung und du hast vieles gelernt. Dieser Buch kann aber auch Schulungen bedeuten und dieser Brief ein Vertrag, was die Ring auch symbolisiert, die Verträge. Außerdem, dieser Buch bedeutet auch die Geheimnisse, diese Verschlossenheit, das geht zu Ende. Weil dieses Sarg beendet es und dann kommt auch die Bewegung und wieder die Kraft. Wenn wir hier die Bilder anschauen, das Haus bedeutet dein Zuhause oder die Familie. Hier liegen die Falschheiten, falschen Gesprächen, falsche Informationen, also Lügen. Aber die Mäuse werden das entfernen, weil im Kartenlegen bedeutet, dort, wo die Mäuse sind, die fressen alles auf und dann ist es nicht mehr da. Und diese Falschheiten gehen dadurch zum Ende und die Sternenhimmel bringen Glück. Die Lilien helfen dabei, etwas klären, etwas bereinigen. So kommt die Heilung und das Glück, sei selbst sicher. Was die Sternenhimmel noch bedeuten, Astrologie, Karten legen, die Spiritualität und damit bist du auch verbunden
und das Haus kann auch Selbstständigkeit auch symbolisieren, wenn du dadurch gerade etwas aufbaust. Und da kommt auch das Geld und stehst hier in Öffentlichkeit. Und ich wünsche dir einen schönen Woche, alles Gute und alles Liebe.